Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Beitrag. Ich befasse mich hier heute mit Freiwasserschwimmen, egal ob Fluss, See oder Meer. Alle drei haben ungefähr die gleichen Eigenheiten, allerdings gibt es ein paar kleinere Tipps und Tricks, auf die gehe ich nachher noch ein. Am Anfang will ich euch aber erstmal die Übungen vorstellen, mit denen ihr am besten euer Freiwasserschwimmen trainieren könnt, um euch dann auch entsprechend orientieren zu können. Die Übung ist ganz normale Wasserballgraben, die meisten von euch werden es kennen. Ich mache es einmal kurz vor, wenn ich die 25 Meter habe, sage ich noch mal ein paar Dinge dazu. So, ihr müsst beim Wasserballgraulen ganz halt wichtig sehr viel aus den Beinen machen. Hier extremer Beinschlag, dass du rauskommt aus dem Wasser. Dazu richtig abdrücken, richtig das Wasser nach unten. Dann kommt ihr hoch und ihr seid mit dem Kopf so weit aus dem Wasser, dass ihr auch kein Wasser schwimmt. Das Ganze ist allerdings sehr anstrengend. Ihr hört es jetzt bei mir schon. Ziemlich aus dem Puschen. Das reicht, wenn ihr es einmal pro Woche macht. 50 Meter ins Training einbaut und mehr braucht ihr gar nicht machen. Okay? Achtet allerdings darauf, dass ihr im Wettkampf, das ist mein Tipp, gar nicht dauerhaft Wasserballgraulen schwimmt, wenn ihr euch orientieren wollt. So, man muss mit einfach nur kurz mit dem Kopf aus dem Wasser und dann drehen, wieder eintauchen und weiter atmen. Ganz normal. Dann nächstes Mal wieder kurz raus, atmen. Und wieder eintauchen. Dann seid ihr nun Bruchteil von einer Sekunde aus dem Wasser, seht kurz nach vorne und es reicht euch schon, um euch zu orientieren. Okay, ich mache es einmal vor, wie es bei mir dann im Wettkampf aussieht und dann erkläre ich oben nochmal den Rest mit Tipps und Tricks. So, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich gehe ganz kurz noch hoch, gucke nach vorne und drehe sofort den Kopf zur Seite. Das Ganze ist wichtig, wenn ihr euch wirklich mal komplett orientieren wollt, wo ihr gerade seid. Ihr braucht dazu allerdings eine Schwimmbrille, die nicht beschlägt. Das heißt, legt euch eine neue Schwimmbrille zu für Freiwasserwettkämpfe und benutzt die nur bei den Wettkämpfen. Die hält 10 Mal oder so. Und das passt dann auch. Aber nehmt nicht eure Trainingsbrille, die eh schon beschlägt, sonst bringt das Ganze nichts. Das wäre schade um eure Arbeit im Training. Dazu Tipps von mir. Wenn ihr in einem See oder in einem Meer schwimmt, wo es relativ klares Wasser hat, dann orientiert euch, wenn ihr mittelmäßige Schwimmer seid, an den Nebenleuten oder an den Leuten vor euch. Ihr seht vielleicht 2-3 Meter zur Seite, dann könnt ihr nach links und nach rechts schauen. Guckt unter Wasser immer einfach mal kurz rüber und kurz darüber. Wenn links und rechts von euch Leute schwimmen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr auch gut liegt, dass ihr auf Kurs seid. Dann braucht ihr euch auch nicht orientieren, großartig, selber irgendwas dafür machen, das kostet alles Kraft und Zeit. Die Wasserlage wird ganz anders, bremst, ihr braucht viel mehr Kraft beim Wasserballgraulen, merkt ihr selber bestimmt. Deshalb einfach nur unter Wasser kurz nach links, rechts gucken, ihr kriegt ein Gefühl dafür, wie ihr schwimmt und wo ihr liegt. Und wenn links und rechts von euch Leute sind und auch direkt vor euch jemand, dann könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr auch richtig schwimmt in die richtige Richtung. Wenn ihr jetzt im Fluss schwimmen solltet, wo das Ufer vielleicht 5 Meter links von euch ist zum Beispiel, dann atmet nach links und orientiert euch an den 5 Metern. Also wenn der Abstand immer gleich bleibt zum Ufer, dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr in die richtige Richtung schwimmt und immer geradeaus. Macht vielleicht alle 200-300 Meter einmal so einen Atemzug nach vorne, dreht den Kopf und dann nochmal hinterher. Dann habt ihr zweimal euch orientieren können und es reicht in der Regel. Mehr braucht ihr gar nicht machen.
und ihr spart dadurch extrem viel Kraft und Energie, um dann später beim Triathlon auch noch gut Radfahren zu können und gut laufen zu können. Und das war es eigentlich, was es so zu beachten gibt. Das sind meine Tipps, meine Übungen dafür. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Bis dann, euer Tobi.